Hallo und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov. Heute möchte ich euch einmal mein VPO 215 Bild zeigen. Ich werde wieder über alle Items rübergehen, aber ihr seht schon, die VPO 215 hat nicht besonders viele Items. Daher ist das hier relativ einfach und schnell erklärt. Hier ist das einzigste Item eigentlich, was richtig auswechselbar ist. Klar, einmal den Schalldämpfer könnt ihr weglassen, aber ansonsten könnt ihr natürlich auch noch das Scope abändern, so wie euch das am besten gefällt, mit dem Scope, womit ihr am besten schießen könnt. Momentan haben wir, so wie der Bild ist, einen Ergonomic-Wert von 15, einen vertikalen Recoil von 105, einen horizontalen Recoil von 252 und die Waffe ist eine Single-Schuss-Waffe. So wie sie jetzt ist, würden wir für die Waffe auf einen Preis, nachdem wir alle Filter entfernt haben, von knapp 90.000 Rubel kommen, also relativ günstige Waffe. Da ist das teuerste wirklich noch das Scope, da müsst ihr dementsprechend entscheiden, welches Scope ihr haben wollt, mit welchem ihr am besten spielen könnt und ob ihr den Schalldämpfer braucht oder nicht. Ich würde ihn euch aber empfehlen, denn ich finde, der Sound mit Schalldämpfer ist bei dieser Waffe gleich noch 10-mal besser. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss!